Du bittest um Glück im Leben, doch Sicherheit ist dir wichtiger, selbst wenn sie dir das Rückgrat oder das Leben kostet. Da du nie gelernt hast, Glück zu schaffen, es zu genießen und zu beschützen, kennst du nicht den Mut des aufrichtigen Menschen. Möchtest du wissen, kleiner Mann, wie du bist? Du hörst im Radio die Werbung für Abführmittel, Zahnpasta und Deodoranten. Doch du hörst nicht die Propagandamusik dahinter und du kapierst nicht die bodenlose Dummheit und den ekelerregend schlechten Geschmack dieser Dinge, die extra dafür geschaffen sind, dein Ohr zu erreichen. Hast du je aufmerksam den Späßen zugehört, die ein Konferencier über dich im Nachtclub macht? Witze über dich, über dich selbst, über deine ganze kleine erbärmliche Welt. Hör nur auf die Propaganda für Abführmittel und du weißt, wer und wie du bist. Pass auf, kleiner Mann. Jede dieser schäbigen Missetaten wirft ein bezeichnendes Licht auf das Elend menschlicher Existenz. Jede einzelne deiner Kleinlichkeiten lässt die Hoffnung auf eine Besserung deines Loses immer weiter in die Ferne rücken. Dies alles ist Anlass zur Sorge, kleiner Mann, zur tiefen, erschütternden Sorge. Um diese nicht empfinden zu müssen, machst du schlechte kleine Witze und nennst es volkstümlichen Humor. Du hörst dir den Witz über dich an und lachst herzlich mit den anderen mit. Du lachst nicht, weil du dich selbst verulgst. Du lachst über den kleinen Mann, doch du merkst nicht, dass du über dich selbst lachst, dass man dich auslacht. Millionen kleiner Männer wissen nicht, dass man sie auslacht. Warum nun lacht man über dich, kleiner Mann? So offen, so herzhaft, mit solcher Schadenfreude. Und dies schon seit Jahrhunderten. Ist dir je aufgefallen, wie lächerlich das Volk im Kino dargestellt wird? Ich möchte dir sagen, warum man über dich lacht. Weil ich dich sehr, sehr ernst nehme, sage ich es dir. Mit der größten Folgerichtigkeit verfehlt dein Denken stets die Wahrheit. So wie ein ausgelassener Scharfschütze ständig am Ziel vorbeischießen kann. Du glaubst es nicht? Ich werde dir beweisen, dass es so ist. Du hättest schon lange Herr über deine Existenz werden können, wenn sich dein Denken in die Richtung der Wahrheit bewegen würde. Doch du denkst so. Die Juden sind an allem schuld. Was ist ein Jude? Frage ich. Deine Antwort? Leute mit jüdischem Blut. Was ist der Unterschied zwischen jüdischem und anderem Blut? Diese Frage macht dich verlegen. Du zögerst, wirst verwirrt und antwortest, ich meine die jüdische Rasse. Was ist Rasse? Frage ich. Rasse? Nun, das ist ganz einfach. So wie es eine deutsche Rasse gibt, gibt es eine jüdische Rasse. Was charakterisiert die jüdische Rasse? Nun, ein Jude ist schwarzhaarig, hat eine lange Hakennase und stechende Augen. Die Juden sind habgierig und kapitalistisch. Hast du je einen Südfranzosen oder einen Italiener zusammen mit einem Juden gesehen? Kannst du sie voneinander unterscheiden? Nun, eigentlich nicht. Nun, dann, was ist ein Jude? Das Blutbild zeigt keinen Unterschied. Er sieht nicht anders aus als ein Franzose oder Italiener. Und hast du je deutsche Juden gesehen? Sicher, sie schauen wie Deutsche aus. Und was ist ein Deutscher? Ein Deutscher gehört zur nordisch-arischen Rasse. Sind die Inder Arier? Freilich. Sind sie nordisch? Nein. Sind sie blond? Nein. Nun siehst du, du weißt nicht, was ein Deutscher und ein Jude ist. Aber es gibt doch Juden. Sicherlich gibt es sie, sowie auch Christen und Mohammedaner. Ich meine die jüdische Religion. War Roosevelt ein Holländer? Nein. Warum nennst du dann einen Nachfolger von David einen Juden, wenn Roosevelt für dich kein Holländer ist? Mit den Juden ist es anders. Was ist anders? Ich weiß es nicht. So schwätzt du daher, kleiner Mann.
Mit dieser Faselei stellst du bewaffnete Verbände zusammen und diese schlachten 10 Millionen Menschen, weil sie Juden sind, obgleich du mir nicht einmal sagen kannst, was ein Jude ist. Darum also lacht man über dich, darum meidet man dich, wenn man ernsthaft arbeiten will. Darum steckst du im Morast. Wenn du das Wort Jude in den Mund nimmst, verschaffst du dir das Gefühl der Überlegenheit. Du musst es tun, weil du dich in Wahrheit erbärmlich fühlst. Und du fühlst dich deshalb erbärmlich, weil du genau das bist, was du in dem vermeintlichen Juden tötest. Dies ist nur ein kleines Stück Wahrheit über dich, kleiner Mann. Du fühlst weniger von deiner eigenen Schäbigkeit, wenn du arrogant oder verächtlich Jude sagst. Erst kürzlich habe ich das herausgefunden. Du nennst jemanden einen Juden, wenn er dir zu wenig oder zu viel Respekt abverlangt. Du bestimmst völlig willkürlich, wer als Jude zu gelten hat. Doch gerade dieses Recht stehe ich dir nicht zu, ob du nun ein kleiner Arier oder ein kleiner Jude bist. Nur ich selbst und niemand sonst besitzt das Recht zu bestimmen, wer ich bin. Biologisch und kulturell bin ich eine Mischung und ich bin stolz darauf, das intellektuelle und physische Ergebnis aller Klassen und Rassen und Nationen zu sein. Ich bin stolz, nicht einer reinen Rasse oder reinen Klasse anzugehören wie du, nicht chauvinistisch zu sein wie du, du kleiner Faschist aller Nationen, Rassen und Klassen. Ich erfahre, dass du in Palästina einen jüdischen Techniker deshalb nicht wolltest, weil er nicht beschnitten war. Ich habe mit jüdischen Faschisten nicht mehr gemeinsam als mit allen anderen. Warum, kleiner Jude, gehst du nur bis zu Sem, Klammer an des Yps, ältester Sohn Noas, Ahnherr der Semiten, zurück und nicht bis zum Protoplasma. Für mich beginnt die Existenz in der Zusammenziehung des Plasmas und nicht im Büro eines Rabbi. Es dauerte viele Millionen Jahre, bis du dich von deiner Qualle zu einem auf dem Lande lebenden Zweibeiner entwickelt hast. Deine biologische Aberration, deine Erstarrung hat nur 6000 Jahre gedauert. Es wird 100 oder 500 oder vielleicht 5000 Jahre dauern, bis du deinen natürlichen Ursprung, die Qualle, wieder in dir entdeckst. Ich entdeckte sie in dir und versuchte sie dir in einfachen Worten zu beschreiben. Als du zuerst davon hörtest, nanntest du mich einen neuen Genius. Erinnere dich, es war in Skandinavien, zu einer Zeit, als du nach einem neuen Lenin Ausschau hieltest. Doch ich hatte Wichtigeres zu tun und lehnte diese Rolle ab. Du hast mich auch zu einem neuen Darwin, Marx, Pasteur oder Freud ernannt. Ich sagte dir lange vorher, dass auch du so reden und schreiben könntest wie ich, wenn du nur nicht immer Heil, Heil, Messias schreien würdest. Denn dieses Siegesgebrüll stumpft deinen Geist ab und lähmt deine schöpferische Kraft. Verfolgst du nicht die uneheliche Mutter, Klammer, illegitimate Mutter, illegitimate, illegitimate, also in etwa, Mother, als ein unmoralisches Wesen, kleiner Mann? Trennst du nicht scharf zwischen Kindern, die gesetzlich, das heißt in einer Ehe auf die Welt kamen, und solchen, die ungesetzlich, das heißt unehelich geboren wurden? Du armes Geschöpf, du verstehst deine eigenen Worte nicht. Du verehrst das Jesuskind. Das Jesuskind freilich wurde von einer Mutter geboren, die keine Heiratsurkunde hatte. Deshalb verehrst du, ohne es irgendwie zu begreifen, im Jesuskind deine eigene Sehnsucht nach sexueller Freiheit, du kleiner Pantoffelheld. Du machtest das ungesetzlich geborene Kind Christus zum Sohn Gottes, für den es keine unehelichen Kinder gab. Aber dann begannst du in der Gestalt des Apostels Paulus, die Kinder der wahren Liebe zu verfolgen
und den Kindern des Hasses den Schutz deiner Religionsgesetze zu verleihen. Du bist ein erbarmenswürdiger kleiner Mann. Du fährst mit deinen Autos und Zügen über die Brücken, die der große Galilei erfunden hat. Weißt du, kleiner Mann, dass der große Galilei 3 Kinder ohne Heiratsurkunde zeugte? Das erzählst du deinen Kindern in der Schule nicht. Und hast du nicht auch deshalb Galilei gemartert? Und weißt du, kleiner Mann, im Vaterland der slawischen Völker, dass dein großer Lenin, der größte Vater aller Proletarier auf dieser Erde, deine Zwangsehe abschaffte, als er zur Macht kam? Und weißt du auch, dass er selbst mit seiner Frau ohne Heiratsurkunde zusammengelebt hat? Und hat nicht dein Führer aller Slawen die alten Gesetze der Zwangsehe wieder eingeführt, weil es dir nicht einleuchtete, Lenins große Tat weiterleben zu lassen? Von all dem weißt du überhaupt nichts. Denn was ist für dich Wahrheit? Was Geschichte? Was der Kampf für deine Freiheit? Und wer bist du überhaupt, dass du eine eigene Meinung haben kannst? Du hast nicht die leiseste Ahnung davon, dass es deine pornografische Fantasie und deine sexuelle Unverantwortlichkeit sind, die sich an deine Heiratsgesetze fesseln. Du fühlst dich elend und klein, stinkend, impotent, unbeweglich, ohne Leben und leer. Du hast keine Frau, oder wenn du eine hast, möchtest du sie nur flachlegen, um den Mann in dir zu beweisen. Du weißt nicht, was Liebe ist. Du leidest in Verstopfung und nimmst Abführmittel. Du riechst schlecht und deine Haut ist schweißig. Wenn du dein Kind im Arm hältst, kannst du es nicht fühlen und behandelst es wie ein Hühnchen, das man verhauen kann. Dein ganzes Leben lang wurdest du von deiner Impotenz gequält. Sie beherrschte dein ganzes Denken. Sie griff ein in deine Arbeit. Deine Frau verließ dich, weil du ihr keine Liebe schenken konntest. Du leidest unter Phobien, Nervosität und Herzklopfen. Deine Gedanken kreisen um die Geschlechtlichkeit. Jemand erzählt dir von Sexualökonomie, die deine Lage versteht. Sie könnte dich dazu bringen, deine Sexualität nachts auszuüben, sodass du tagsüber von sexuellen Gedanken frei sein würdest und deiner Arbeit nachgehen könntest. Sie würde deine Frau gerne glücklich in deinen Armen sehen und nicht verzweifelt. Sie würde deine Kinder gerne rotbackig haben anstatt blass, voll von Liebe anstatt grausam. Doch wenn du von Sexualökonomie hörst, sagst du, Sex ist nicht alles. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. So bist du nun einmal, kleiner Mann. Oder du bist ein Marxist, ein Berufsrevolutionär, ein Möchtegern, Führer aller Proletarier. Du möchtest die Welt von ihren Leiden befreien. Die enttäuschten Massen laufen dir davon und du rennst schreiend hinter ihnen her. Halt, halt, ihr proletarischen Massen! Noch könnt ihr nicht begreifen, dass ich euer Befreier bin. Nieder mit dem Kapitalismus. Ich spreche zu deinen Massen, kleiner Revolutionär. Ich zeige ihnen das Elend ihres unbedeutenden Lebens. Sie hören zu, voll Begeisterung und Hoffnung. Sie versammeln sich in deinen Organisationen, weil sie mich dort erwarten. Aber was tust du? Du sagst, Sexualität ist eine Erfindung der Kleinbürger. Nur die ökonomischen Faktoren zählen. Und du liest Van de Veldes Buch über die Liebestechniken. Wenn ein großer Mann versucht, deine ökonomische Emanzipation wissenschaftlich zu untermauern, ließest du ihn verhungern. Du hast den ersten Angriff der Wahrheit auf deine Abweichungen von den Gesetzen des Lebens abgewürgt.
Als dieser erste Versuch des großen Mannes erfolgreich war, übernahmst du die ganze Verwaltung und unterschlugst die Wahrheit somit ein zweites Mal. Beim ersten Mal löste der große Mann deine Organisation auf. Beim zweiten Mal war er inzwischen bereits tot und konnte nichts mehr gegen dich unternehmen. Du hast nicht begriffen, dass er in deiner Arbeit die lebendige Kraft gefunden hatte, die Werte schafft. Du hast nicht verstanden, dass seine Soziologie deine Gesellschaft gegen deinen Staat schützen wollte. Du verstehst überhaupt nichts. Und selbst mit deinen ökonomischen Faktoren kommst du zu nichts. Ein großer, weiser Mann arbeitete sich zu Tode, um dir zu zeigen, dass du die wirtschaftliche Lage verbessern musst, wenn du dein Leben genießen willst. Dass hungrige Menschen nicht in der Lage sind, die Kultur zu fördern. Dass alle Lebensbedingungen ohne Ausnahme dazu gehören. Dass du dich und deine Gesellschaft von jeglicher Tyrannei befreien musst. Dieser echte große Mann machte nur einen Fehler, als er dich aufzuklären versuchte. Er glaubte an deine Fähigkeit zur Emanzipation. Er glaubte, du konntest die einmal gewonnene Freiheit sichern. Und er machte noch einen Fehler, dass er dich, den Proletarier, einen Diktator werden ließ. Und was hast du, kleiner Mann, mit dem Reichtum an Wissen und Ideen getan, die von diesem großen Mann kamen? Von all dem klang dir nur ein Wort im Ohr. Diktatur! Von allem, was aus einem großen Geist und einem großen, verständigen Herzen geströmt ist, ist nur ein Wort geblieben. Diktatur. Alles andere hast du über Bord geworfen. Freiheit, Klarheit und Wahrheit, die Lösung der Probleme ökonomischer Knechtschaft, die Methode, in die Zukunft zu denken. Alles, einfach alles, ging über Bord. Nur ein einziges Wort, zwar unglücklich gewählt, doch gut gemeint, blieb an dir kleben. Diktatur. Aus dieser kleinen Nachlässigkeit eines großen Mannes hast du ein riesiges System gebaut. Ein System von Lügen, Verfolgung, Quälerei, Henkern, Geheimpolizei, Spionage und Denunziation. Uniformen, Feldmarschällen und Medaillen. Doch alles andere hast du weggeworfen. Verstehst du allmählich ein wenig besser, wie du bist, kleiner Mann? Noch nicht? Nun, dann versuchen wir es nochmals. Du hast die ökonomischen Grundlagen deines Glücks in Leben und Liebe mit der Maschinerie verwechselt. Die Emanzipation der Menschen mit der Größe des Staates, den Aufbruch von Millionen mit einer Kanonenparade, die Befreiung der Liebe mit der Vergewaltigung einer jeden Frau, an die du Hand anlegen konntest, als du nach Deutschland kamst, die Abschaffung von Armut mit der Ausradierung der Armen, Schwachen und Hilflosen, Kinderpflege mit der Aufzucht von Patrioten, Geburtenkontrolle mit Orden für Mütter mit 10 Kindern. Hast du nicht selbst unter deiner eigenen Idee von der Mutter mit 10 Kindern gelitten? Auch in anderen Ländern tönte das unglückliche kleine Wort Diktatur in deinen Ohren. Doch hast du es in glänzende Uniformen gesteckt und du brachtest aus deiner Mitte den kleinen, impotenten, mystischen und sadistischen Beamten hervor, der dich ins Dritte Reich und 60 Millionen deinesgleichen ins Massengrab führte. Und du schreist weiter, Heil, Heil, Heil. So bist du, kleiner Mann, doch niemand wagt es dir zu sagen, wie es mit dir aussieht. Denn man fürchtet dich und möchte dich nicht groß haben, kleiner Mann. Du verschlingst dein Glück. Nie hast du Glück in voller Freiheit genossen. Deshalb verschlingst du es gierig, ohne die Verantwortung seiner Sicherung zu übernehmen. Man hat dich nicht lernen lassen, auf dein Glück aufzupassen, es zu hegen, so wie der Gärtner seine Blumen und der Bauer seine Feldfrüchte hegt. Die großen Forscher und Dichter und Weisen mussten vor dir fliehen, weil sie ihr Glück bewahren wollten.
In deiner Nähe, kleiner Mann, ist es leicht, das Glück zu verschlingen, doch schwierig, es zu beschützen. Du weißt nicht, worüber ich rede, kleiner Mann. Ich werde es dir sagen. Der Entdecker arbeitet hart, oft 10, 20 oder 30 Jahre ohne Unterlass an seiner Wissenschaft, an seiner Maschine oder einer sozialen Idee. Nur er allein muss die schwere Bürde des Neuen tragen. Er muss deine Dummheiten ertragen, deine falschen kleinen Ideen und Ideale. Er muss sie verstehen und analysieren und sie schließlich durch seine Taten ersetzen. Weil bei all dem hilfst du ihm nicht, kleiner Mann. Nicht im geringsten, ganz im Gegenteil. Du kommst nicht und sagst: Hör zu, Kamerad, ich sehe, wie hart du arbeitest. Ich erkenne auch, dass du über meine Maschine, mein Kind, meine Frau, meinen Freund, mein Haus, meine Felder schreibst, um die Dinge zu verbessern. Lange Zeit habe ich unter dem und dem gelitten, doch ich konnte mir nicht selbst helfen. Kann ich dir nun dabei helfen, mir zu helfen? Nein, kleiner Mann, du kommst nie zu deinem Helfer. Du bist beim Kartenspiel oder du schreibst dich beim Boxkampf, du schreist dich beim Boxkampf heiser oder du schuftest dich ab wie ein Sklave in einem Büro oder in einem Bergwerk. Doch nie stehst du dem bei, der dir hilft. Weißt du warum? Weil der Entdecker zunächst einzig und allein seine Gedanken vorweisen kann. Keinen Profit, keine höheren Löhne, keinen Gewerkschaftsvertrag, keine Weihnachtsgratifikation und keine leichte Lebensweise. Alles, was er auszuteilen hat, sind Sorgen. Und du willst keine, weil du davon schon genug hast. Doch wenn du lediglich wegbliebst, ohne Hilfe anzubieten oder zu leisten, würde der Forscher sich keine Gedanken um dich machen. Schließlich denkt und kümmert und entdeckt er nicht für dich. Er tut es, weil ihn sein Lebensantrieb dazu drängt. Sein Lebenstrieb dazu drängt. Er überlässt es den Parteiführern und Kirchenmännern, dich zu beaufsichtigen und zu bemitleiden. Er würde nur gerne sehen, wie du schließlich fähig wirst, dich selbst um dich zu kümmern. Doch du bist nicht damit zufrieden, nicht zu helfen. Du fährst dazwischen und spuckst. Wenn der Entdecker endlich nach langer, harter Arbeit herausgefunden hat, warum du deiner Frau und der Liebe kein Glück schenken kannst, kommst du zu ihm und sagst, er sei ein sexuelles Schwein. Und du ahnst überhaupt nicht, dass du es nur deshalb sagst, um das sexuelle Schwein in dir selbst zu unterdrücken. Und dass eben dies der Grund für deine Unfähigkeit zur Liebe ist. Oder wenn der Entdecker gerade herausgefunden hat, warum die Menschen en masse an Krebs sterben, sagst du einfach, er sei ein Schwindler, wenn du zufällig regulär bezahlter Professor der Krebspathologie bist. Oder dass er überhaupt nichts über die Bakterien in der Luft versteht, oder dass er für seine Forschung zu viel Geld bekommt oder ausgibt. Oder du fragst, ob er Jude ist oder Ausländer. Oder du bestehst auf deinem Recht, ihn zu prüfen, um zu sehen, ob er qualifiziert ist, an deinem Krebsproblem zu arbeiten, dem Problem, das du nicht lösen kannst. Oder du siehst lieber sehr viele Krebspatienten sterben, als zugeben zu müssen, dass er gefunden hat, was du so notwendig brauchst, um deine Patienten zu retten. Dir bedeutet deine professorale Würde, dein Bankkonto oder deine Verbindung zur Kernindustrie mehr als Wahrheit und Gelehrtheit. Deshalb bist du so unbedeutend und jämmerlich, kleiner Mann. Du verweigerst also nicht nur deine Hilfe, sondern du störst auch auf bösartige Weise die Arbeit, die für dich oder an deiner Stadt geleistet wird. Verstehst du nun, warum dir das Glück entwischt? Es muss zuerst erarbeitet und verdient werden. Doch du willst es nur verschlingen. Deshalb entrinnt es dir. Denn es möchte nicht von dir verspeist werden.
Im Lauf der Zeit gelingt es dem Entdecker, viele Leute davon zu überzeugen, dass seine Entdeckung praktischen Nutzen hat, dass man mit ihr etwa bestimmte Krankheiten behandeln kann oder ein Gewicht heben, Felsen sprengen oder die Materie mit Strahlen durchleuchten kann, sodass ihr Inneres sichtbar wird. Du schenkst dem keinen Glauben, bevor du es nicht in der Zeitung liest, denn du traust deinen eigenen Sinnen nicht. Du achtest den, der dich verachtet, und du verachtest dich selbst. Deshalb kannst du deinen eigenen Sinnen nicht trauen. Doch wenn die Entdeckung einmal in der Zeitung steht, dann kommst du plötzlich angerannt. Du ernennst den Entdecker zu einem Genie, den gleichen Mann, den du gestern noch einen Schwindler, ein sexuelles Schwein, einen Scharlatan oder einen... Gemeingefährlichen genannt hast, der die öffentliche Moral untergräbt. Nun aber nennst du ihn ein Genie. Du weißt nicht, was ein Genie ist, wie du ebenso wenig weißt, was ein Jude oder Wahrheit und Glück ist. Frage. Ich werde es dir so erklären, wie es schon Jack London in Martin Eden getan hat. Ich weiß, du hast es schon tausendmal gelesen, aber es noch nicht begriffen. Genie ist das Warenzeichen, das du deinen Produkten beim Verkauf mitgibst. Wenn der Entdecker, Klammer, noch gestern ein sexuelles Schwein oder verrückt, zum Genie wird, dann ist es leichter für dich, das Glück zu verschlingen, das er in die Welt gebracht hat. Denn nun kommen sehr viele kleine Männer und schreien zusammen mit dir, Genie, Genie, und alle kommen in Massen an und fressen dir deine Produkte aus der Hand. Wenn du Arzt bist, werden dich viel mehr Patienten aufsuchen. Du kannst ihnen viel besser als vorher helfen und außerdem kannst du mehr Geld verdienen. Nun, sagst du, kleiner Mann, darin liegt doch nichts Schlechtes. Sicherlich ist nichts Schlechtes daran, Geld für eine ehrliche und gute Arbeit zu verdienen. Doch es ist schlecht, der Entdeckung nicht sorgsam Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sondern sie nur auszubeuten. Genau das aber tust du. Bemühst dich nicht, das Gefundene weiterzuentwickeln und auszubauen. Du übernimmst es mechanisch, gierig, dumm. Du siehst nicht seine Möglichkeiten und Grenzen. Was Ernstere anbelangt, fehlt es dir an Fantasie, und was die Grenzen betrifft, erkennst du diese nicht, um so über sie hinausgehen zu können. Wenn du als Arzt oder Bakteriologe Typhus und Cholera als ansteckende Krankheiten erkannt hast, hältst du nach einem Mikroorganismus im Krebs Ausschau und machst so jahrzehntelange Forschungen nutzlos. Einst zeigte dir ein großer Mann, dass Maschinen bestimmten Gesetzen folgen. Da baust du Maschinen zum Töten und hältst das Lebendige für etwas Maschinelles. Darin machtest du einen Fehler, der nicht nur 3 Jahrzehnte, sondern 3 Jahrhunderte lang sich auswirkte. Irrtümer haben sich unentwirrbar in Hunderttausenden von Wissenschaftlern festgesetzt. Mehr noch, dem Leben selbst wurde ein gefährlicher Schaden zugefügt. Denn von nun an begannst du, jeden zu verfolgen, zu verleumden und anderweits zu schaden, der der Lebensfunktion auf der Spur war, einzig wegen deiner Würde, wegen deiner Professur, deiner Religion, deines Bankkontos oder deines unbescholtenen Charakters. Sicherlich, du legst Wert auf Genies und bist auch willens, sie zu würdigen, doch du möchtest ein gutes Genie, eines mit Bescheidenheit und Würde, ohne närrisches Benehmen, kurz ein dezentes, gemäßigtes und angepasstes Genie, kein unbändiges, ungezügeltes Genie, das alle Schranken und Grenzen durchbricht. Du möchtest ein beschränktes, an seinen Flügeln gestutztes und herausgeputztes Genie, das du im Triumphzug durch die Straßen deiner Städte ziehen kannst. So bist du, kleiner Mann.
Du kannst gut Geld zusammenschaufeln und es einnehmen, doch du kannst nicht schöpferisch tätig sein. Und deshalb bist du nun mal so, wie du bist, dein ganzes Leben lang in einem langweiligen Büro oder am Zeichenbrett oder in der ehelichen Zwangsjacke oder als Lehrer, der Kinder hast. Du kannst keinen neuen Gedanken entwickeln, geschweige denn selber finden, weil du immer nur genommen hast, dir nur das einverleibt hast, was dir ein anderer auf einem Silbertablett reichte. Du begreifst nicht, warum es so und nicht anders ist? Ich werde es dir sagen, kleiner Mann, denn ich habe dich als erstarrtes Wesen kennengelernt, wenn du zu mir mit deiner inneren Leere, deiner Impotenz und deiner geistigen Verwirrung gekommen bist. Du kannst nur zusammenhäufen und nehmen, doch nicht selbst hervorbringen und geben, weil deine Haltung dem Körper gegenüber eine des Unterdrückens und des Trotzes ist. Weil dich die Panik ergreift, wenn die ursprüngliche Bewegung der Liebe und des Gebens in dir erwacht. Deshalb hast du Angst vor dem Schenken. Wenn du nimmst, dann hat das hauptsächlich einen Grund. Ständig musst du dich voll mit Geld, Glück, Wissen vollpumpen, weil du dich selbst leer fühlst, hungrig und unglücklich, ohne eine wirkliche Ahnung vom Wissen und auch nicht begierig darauf. Aus den gleichen Gründen läufst du ständig vor der Wahrheit weg, kleiner Mann. Sie könnte schließlich den Reflex der Liebe in dir freisetzen. Es würde dir unausweichlich zeigen, was ich dir hier nur unvollkommen beschreiben kann. Und eben das wünscht du und eben das wünscht du nicht, kleiner Mann. Du möchtest einzig Konsument und Patriot sein. Hört, hört, er leugnet Patriotismus, das Bollwerk des Staates und seiner Keimzelle, der Familie. Da muss etwas geschehen. So schreist du laut auf, kleiner Mann, wenn dich jemand an deine seelische Verstopfung erinnert. Du möchtest nicht zuhören, es nicht wissen. Lieber schreist du Hurra. Schön und gut, aber warum lässt du mich nicht in Ruhe sagen, warum du unfähig zum Glück bist? Ich sehe Angst in deinen Augen. Diese Frage scheint dich tief zu betreffen. Du bist für religiöse Toleranz. Du möchtest ungehindert an deiner eigenen Religion hängen. Einverstanden. Doch du möchtest noch mehr. Du willst, dass deine Religion die einzige sei. Du zeigst Toleranz gegenüber deiner eigenen Religion, nicht hingegen gegenüber anderen. Du wirst fanatisch, wenn jemand anstelle eines persönlichen Gottes die Natur anbetet und versucht, hinter ihr Geheimnis zu kommen. Du möchtest, dass ein Ehepartner den anderen verklagt, um ihn oder sie der Unmoral oder Grausamkeit zu zeihen, wenn sie überhaupt nicht länger zusammenleben können. Scheidung auf der Grundlage gemeinsamer Übereinkunft erkennst du nicht an, du kleiner Nachkomme großer Rebellen, denn du bist erschreckt vor deiner eigenen Lüsternheit. Du möchtest die Wahrheit im Spiegel sehen, wo du nicht nachher greifen kannst. Denn Chauvinismus kommt aus der Starre deines Körpers, deiner seelischen Verstopfung, kleiner Mann. Ich sage dies nicht aus Spott, sondern weil ich dein Freund bin und dies, obgleich du deine Freunde erschlägst, wenn sie dir die Wahrheit sagen. Schau dir doch einmal deine Patrioten an. Sie gehen nicht, sie marschieren. Sie hassen ihre Feinde nicht, stattdessen haben sie Erbfeinde, die sie etwa alle 10 Jahre auswechseln, um sie zu Erbfreunden und später wieder zu Erbfeinden zu machen. Sie singen keine Lieder, sie brüllen Kampfesweisen. Sie umarmen ihre Frauen nicht, sie legen sie flach und schaffen so und so viele in der Nacht. Nichts kannst du gegen meine Wahrheit unternehmen. Du bist nur fähig, mich zu töten, so wie du viele andere deiner Freunde getötet hast. Jesua, Rathenau, Karl Liebknecht, Lincoln und viele andere.
In Deutschland nanntest du das gewöhnlich, sie zum Schweigen bringen. Doch auf die Dauer bist du in Millionen zum Schweigen gebracht worden. Aber du bist ein Patriot, auch weiterhin. Du sehnst dich nach Liebe, du hängst an deiner Arbeit und bestreitest deinen Lebensunterhalt damit und deine Arbeit lebt von meinem Wissen und dem anderer. Liebe, Arbeit und Wissen kennen kein Vaterland, keine Zollschranken, keine Uniform. Sie sind international und schließen die ganze Menschheit ein. Doch du möchtest ein kleiner Patriot sein, weil du dich ängstigst vor echter Liebe, vor deiner Verantwortung, für deine eigene Arbeit, vor deinem Wissen. Deshalb kannst du die Liebe, die Arbeit und das Wissen anderer immer nur ausbeuten, nie aber selbst etwas schaffen. Deshalb stiehlst du dein Glück wie ein Dieb in der Nacht. Deshalb kannst du andere nicht glücklich sehen, ohne grün vor Neid zu werden. Halte den Dieb, er ist ein Ausländer, ein Immigrant. Und ich bin ein Deutscher, ein Amerikaner, Däne, Norweger. Ach, hör auf damit, kleiner Mann. Du bist und bleibst der ewige Ein- und Auswanderer. Du hast diese Welt ganz zufällig betreten und wirst sie wieder ganz sang- und klanglos verlassen. Du schreist, weil du Angst hast. Du fühlst, wie dein Körper allmählich starr wird und austrocknet. Deshalb hast du Angst und rufst nach der Polizei. Aber auch die Polizei hat keine Macht über meine Wahrheit. Selbst ein Polizist kommt zu mir und beklagt sich über seine Frau und seine kranken Kinder. Wenn er seine Uniform anlegt, versteckt er damit den Mann in sich. Er kann sich aber nicht vor mir verstecken. Ich habe ihn auch nackt gesehen. Ist er bei der Polizei angemeldet? Sind seine Papiere in Ordnung? Hat er seine Steuern bezahlt? Untersucht ihn. Er ist eine Gefahr für den Staat und die Ehre der Nation. Ja, kleiner Mann, ich war stets ordnungsgemäß angemeldet, meine Papiere stimmen und ich habe immer meine Steuern bezahlt. Du sorgst dich nicht um den Staat und die Ehre der Nation. Doch du zitterst vor Furcht, dass ich dein Wesen, so wie ich es in meinem Arztzimmer kennengelernt habe, öffentlich enthüllen könnte. Deshalb suchst du nach Gründen, um mich eines politischen Verbrechens zu überführen, das mich für Jahre ins Gefängnis bringen würde. Ich kenne dich, kleiner Mann. Wenn du, sagen wir, stellvertretender Bezirksanwalt bist, hast du kein Interesse daran, das Gesetz oder den Bürger zu schützen. Du brauchst vielmehr den großen Fall, um schneller zum Bezirksanwalt befördert zu werden. Genau das wollen die kleinen Anwaltsvertreter. Sie stellten das Gleiche mit Sokrates an. Doch du lernst nie aus der Geschichte. Du hast Sokrates ermordet und weil du immer noch weißt, dass du es getan hast, bleibst du weiter im Sumpf stecken. Du klagtest ihn der Unterwanderung deiner einwandfreien Moral an. Er unterwandert sie immer noch, armer kleiner Mann. Du hast sein Leib umgebracht, nicht jedoch seinen Geist. Und du tötest weiter im Interesse der Ordnung. Doch du tötest feige und hinterhältig. Du konntest mir nicht in die Augen schauen, wenn du mich öffentlich der Unmoral anklagst. Denn du weißt, wer von uns beiden unmoralisch, lüstern und pornografisch ist. Jemand erzählte einmal, dass er nur von einem unter seinen zahlreichen Bekannten nie einen dreckigen Witz gehört habe. Dieser eine war ich. I need a break. Another one.